Es wird heiß. Starship hat immer mehr seiner Testziele erreicht und einem Orbitalflugversuch steht eigentlich nur noch wenig im Weg. Der Flug der mit Abstand größten und leistungsstärksten Rakete, die je gebaut wurde, ja, der könnte unmittelbar bevorstehen. Höchste Zeit, noch einmal auf die von SpaceX geplante Flugroute zu schauen und die Frage zu klären, wer alles den Flug von der Erde aus sehen kann. In dem Video heute gehen wir die von SpaceX bei der FCC eingereichten Testflugparameter durch und überlegen, was sie für die Flugbahn, die Flugzeit und für das Starship bedeuten. So bist du dann prima auf diesen Flug vorbereitet, der historisch Bedeutung erlangen könnte und der mit Sicherheit von SpaceX live übertragen wird. Wenn dir das Thema heute gefällt, lass dem Video gerne ein Like da und wenn du die neuesten Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, ja unbedingt Senkrechtstarter abonnieren. Nun aber zum Thema der heutigen Episode. Da die Datenlage dann doch sehr bescheiden ist und SpaceX auch dafür bekannt ist, Dinge letztendlich ganz anders zu machen, die Daten und die Flugbahn, die ich dir jetzt vorstelle, bitte etwas mit Vorsicht genießen, aber nach dem jetzigen Stand ist es das Beste, was wir haben. Wir haben mehrere Dokumente einsehen können, die SpaceX bei der FCC eingereicht hat. Die FCC, das ist die Federal Communications Commission, die in den USA die Vergabe von Funkfrequenzen regelt. Jetzt nicht zu verwechseln mit der FAA. Die Federal Aviation Administration ist die Bundesluftfahrtbehörde in den USA, die letztlich auch die Starterlaubnis für die Rakete erteilt. Fun Fact, Stand Ende Januar 2023 liegt diese Erlaubnis durch die FAA ja immer noch nicht vor für das Starship von SpaceX. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Aus den von SpaceX bei der FCC eingereichten Dokumenten wurden für die Startphase und eine mögliche Landung eines Starships Angaben gemacht. Von Boca Chica in Texas, wo das Starship ja aktuell zusammengebaut und getestet wird, geht es erstmal 1500 Kilometer über den Golf von Mexiko in Richtung Osten. Zwischen dem südlichsten Punkt Floridas, Key West und Havanna, überfliegt das Starship dann die 150 Kilometer breite Straße von Florida. In Kuba war ich tatsächlich mal, ein super geiles Land. Ja, dann geht der Kurs weiter über Wasser zwischen Kuba und den Bahamas. Erst über den Turks- und Caicos-Inseln, die zu Großbritannien gehören, überfliegt das Starship dann offenbar zum ersten Mal Land. Für den weiteren Flug gibt es dann keine offiziellen Bilder mehr. Erst die Landung 100 Kilometer nördlich von Hawaii im Pazifik wird mit einem Screenshot dargestellt. Es macht auch Sinn, das Dokument für die FCC soll ja nur den Funkverkehr über amerikanischem Gebiet regeln. Warum also mehr Informationen reinpacken? Ursprünglich hatten wir ja mal einen 420x69 Orbit vorgeschlagen, einfach weil Elon Musk diese Zahlen besonders lustig findet. Mittlerweile wissen wir aus dem aktuellen FCC-Dokument, dass das Apogeum, also der erdfernste Punkt der Flugbahn, nur etwa 250 Kilometer über normal Null liegen wird. Zwar haben wir, wie gesagt, noch die Information, eine planmäßige Landung solle dann auf der Höhe von Hawaii erfolgen, aber es sind keine weiteren Orbitalparameter mehr bekannt. Dafür jedoch eine Tabelle mit Zeitangaben für diesen ersten Orbitalflug des Starships. Mit diesen Zeitangaben kannst du dann gut planen, wenn du dir den ersten Start des Starships live ansehen möchtest. Die schauen wir uns auch gleich genauer an. Aber zurück zur Flugbahn. Wie gerade beschrieben, ist der Flug in Richtung Karibik schon ziemlich konkret gewählt und scheint gezielt Landmassen zu umgehen. Gerade in der ersten Flugphase ist es noch relativ einfach, die Richtung der Rakete und den daraus resultierenden Orbit zu verändern. Der Winkel, mit dem man dann parallel an Kuba vorbeifliegt, der wird dann aber sehr wahrscheinlich schon der finale Orbit sein. Kleine Randnotiz. Mit sogenannten Dogleg-Manövern kann man durchaus nachträglich noch großen Einfluss auf die Inklination eines Orbits ausüben. Effizient ist das aber nicht. Grob gepeilt von Boca Chica an Kuba vorbei, ist es nämlich plausibel, dass man dann auf der anderen Seite der Erde bei Hawaii in etwa rauskommen könnte. Die plausibelste Quick-and-Dirty-Simulation hat damals unser Discord-Mod Martin gebastelt. Grüße gehen raus. Natürlich ist diese Methode nicht besonders genau und man darf nicht vergessen, dass sich die Erde ja dreht. Das heißt, wenn du auf einer Orbitalbahn denkst, ja, dass du genau auf der anderen Seite bei Hawaii rauskommst, ja, die Erde sich ein gutes Stück weiter gedreht hat, bis du den Punkt dann erreicht hast. Das kann man auch gut auf Plots von der ISS-Flugbahn sehen, wo sowohl die aktuelle Position eingezeichnet ist, als auch über welchen Punkt der Erde die ISS dann beim nächsten Umlauf drüber fliegt. Grundsätzlich hat man aber mit dieser Peilmethode schon eine gute Idee von der Flugbahn. Um euch das Ganze aber noch ein bisschen besser zu visualisieren, habe ich Robert von Wintermancer gebeten, er solle mir die Flugbahn doch im Kerbal Space Program visualisieren. Wintermancer macht auf YouTube Tutorials über Kerbal Space Program und außerdem Livestreams auf Twitch.
Wenn du deutsche Videos über Kerbal Space Program suchst oder sogar als kompletter Neueinsteiger lernen möchtest, wie man Kerbal Space Program spielt, schau unbedingt bei Robert von Wintermanzer vorbei. Seinen Kanal, den verlinke ich dir unten in der Beschreibung. Kurze Bemerkung, das Video von Robert ist nicht mit dem Starship geflogen, sondern mit einer anderen Rakete. So müssen wir die Beschleunigungswerte etwas mit Vorsicht genießen, aber grundsätzlich passt die Orbitalmechanik und die Erdrotation für unseren Zweck schon ziemlich gut. Wenn man wie Robert von Boca Chica mit einem 97 Grad Kompass-Heading losfliegt und sich dann auf einen Orbit mit einer Inklination von 26 Grad legt, führt uns das genau zwischen Kuba und Florida hindurch. Also genau wie in dem FCC-Dokument. Und mit diesem Orbit kommen wir im ersten Umlauf perfekt bei Hawaii raus und sind dort so niedrig, dass Starship definitiv durch die Bremswirkung der Erdatmosphäre wieder zur Erde zurückkommt. Deswegen kann man natürlich behaupten, dass das überhaupt kein Orbitalflug wird, wenn das Perigeum, also der erdnächste Punkt, innerhalb der Atmosphäre liegt. Aber ganz ehrlich, zwischen einem stabilen Orbit und diesem Sicherheitsorbit mit garantiertem Wiedereintritt liegen nur etwa 50 bis 100 Meter pro Sekunde Delta V. Das ist nun wirklich nicht so viel, dass man die Erbsen ganz genau zählen muss. Vielleicht kurz zur Erklärung des Worts Heading. Das meint die Kompassrichtung. Ein 0 Grad Heading geht nach Norden. Ein 90 Grad Heading ist vom Startpunkt aus betrachtet eine Flugbahn in östliche Richtung. Ein 97 Grad Heading bezeichnet also einen Start in östliche Richtung mit einer leichten südlichen Komponente mit 7 Grad. Mit dieser Flugrichtung steuern wir einen Orbit mit einer Neigung zum Äquator von 26 Grad an. Hier aufgepasst, Kompasskurs und Orbitalneigung sind nicht das gleiche. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum es eigentlich überhaupt 97 Grad braucht. Denn wenn man sich Boca Chica anschaut, dann liegt das ja schon auf dem 26. Breitengrad. Da sollte es doch reichen, genau mit 90 Grad Kompassrichtung nach Osten zu fliegen, um dann einen 26 Grad Orbit zu erreichen. Aber die Erde dreht sich ja auch und diese Rotation, die müssen wir bei der Orbiteinsteuerung kompensieren bzw. mit einbeziehen. Die Erdrotation oder die Komponente daraus, die macht die Sache für die Rakete aber tatsächlich etwas einfacher, da man die Rotation ja geschenkt bekommt. Wo bekommt man am meisten Energie geschenkt? Genau, am Äquator. Das ist aber nur wirklich relevant für geostationäre Umlaufbahnen oder ein paar andere auch noch. Bei polaren Orbits, die besonders für die Erdbeobachtung interessant sind, kann man auch sehr gut in höheren Breiten starten. Aber zurück zur Starship-Flugbahn. Während unsere Kerbal Space Program Rakete in Richtung erdfernsten Punkt, dem Apogeum, beschleunigt, sehen wir, wie die Flugbahn perfekt entlang der Strecke geht, die auch in dem Foto im FCC-File beschrieben wurde. Ja, und tatsächlich passiert dann nach der Stufentrennung und der Zündung der Starship-Raptoren bis zum Brennschluss der Oberstufe, dem sogenannten SECO, Second Engine Cutoff, nicht mehr viel. Jetzt natürlich spannend die Frage, wo der Orbit dann weiter lang führt. Dafür liefert das FCC-Dokument ja keine Fotos oder Angaben. Von der Karibik geht es dann über den Atlantik in östlicher Richtung an Brasilien vorbei. Etwa an der Grenze von Angola und Namibia überfliegt dann das Starship seit der Karibik das erste Mal Land, um dann zwischen Afrika und Madagaskar vermutlich den erdfernsten Punkt, das Apogeum oder die Apoapsis, zu erreichen. Von nun an führt der Orbit das Starship immer näher an die Erde heran. Die nächste Landmarke erreicht das Starship dann bei Australien. Hier fliegt es zwischen Australien und den Philippinen hindurch. Ja, natürlich nur die gedachte Spur am Boden. Das Starship ist ja zu diesem Zeitpunkt immer noch im Weltraum. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass ein Orbit angesteuert wird, der auf jeden Fall dazu führt, dass Starship wieder zur Erde zurückkommt. Das heißt, ein elliptischer Orbit, dessen tiefster Punkt, die Periapsis, so weit in der Erdatmosphäre liegt, dass der Luftwiderstand beim Wiedereintritt definitiv dazu führt, dass das Starship runterkommt. Ob in einem Stück oder in Teilen, das wird sich noch zeigen. Und sollte Starship beim Wiedereintritt auseinanderbrechen, ja, sollten diese Teile dann ja auf gar keinen Fall in den USA einschlagen oder in irgendeinem anderen Land. Das heißt, wenn SpaceX am ungünstigsten Punkt die Kontrolle über das Starship verlieren sollte, müssen Trümmerstücke deutlich vor der Westküste der USA in den Pazifik stürzen. Das ist jetzt nur eine nicht so ganz abwegige Spekulation, da uns ja keine weiteren Orbitalparameter mehr zur Verfügung stehen. Man kann jetzt darüber streiten, ob es dann eigentlich überhaupt ein Orbitalflug wäre. Fun Fact, Juri Gagarin ist nie eine volle Erdumrundung geflogen. Aber ich denke, wer Orbitalgeschwindigkeit erreicht, der darf mit Fug und Recht von einem Orbitalflug sprechen. Was meinst du? Schreib mir doch gerne in den Kommentaren. Ja, angenommen, der Flug verlief bis zum Wiedereintritt in die Atmosphäre wie geplant, wäre das schon ein immenser Erfolg für SpaceX. Ganz viele Kritiker des Starship-Programms würden dann sehr, sehr leise werden, glaube ich. Aber selbst wenn der Flug deutlich früher in einem Feuerball endet, wird SpaceX eine Menge Daten haben, um es beim nächsten Mal besser zu machen. Ja, und der nächste Booster und das nächste Starship sind ja schon so gut wie bereit. Elon Musk hatte auf Twitter angekündigt, er wolle dieses Jahr 5 volle Starship-Stacks aus Booster und Starship produzieren. Wie viele fliegen werden, muss sich zeigen.
Damit das Starship-Konzept mit vollständiger Wiederverwendung aufgeht, muss ganz klar noch mehr passieren, als die größte und stärkste Rakete in einen Orbit zu starten. Damit eine Wasserlandung erfolgen kann, muss nicht nur der Flug glatt laufen, sondern vor allem der Wiedereintritt. Während SpaceX und andere einiges an Erfahrung mit ablativen Hitzeschilden haben, ist der keramische Hitzeschutz die Königsdisziplin beim Wiedereintritt. Dass SpaceX der beste Raketenbauer der Welt ist, steht, glaube ich, mittlerweile außer Frage. Das ist nicht vom Himmel gefallen, sondern das hat sich SpaceX über die Jahre durchaus mit der Hilfe der NASA sehr, sehr hart erarbeitet. Wie schnell diese Meisterschaft beim Starship-Hitzeschild erreicht wird, das muss sich zeigen. Sollte der Wiedereintritt erfolgreich verlaufen und der Hitzeschild das Starship von Orbitalgeschwindigkeit auf nur noch Hyperschallgeschwindigkeit abgebremst haben, käme nun der Teil, den wir schon aus den Höhenflugtests kennen. Nun, wo die Horizontalgeschwindigkeit zur Gänze abgebaut ist, fällt das Starship in Richtung Erde, ohne nennenswert Strecke zu machen. Da dieser freie Fall mit dem Bauch voran erfolgt, dem sogenannten Bellyflop, zu Deutsch wird man wahrscheinlich Bauchklatscher sagen, also mit viel Fläche entgegen der Fallrichtung, wird die Geschwindigkeit recht früh die Endgeschwindigkeit von etwa 300 Stundenkilometern erreichen. Damit es dann nicht wirklich ein Bauchklatscher wird, muss das Starship noch umflippen. Bei diesem Drehen des Starships, dem sogenannten Flip-Manöver und dem Zünden der Raptoren entgegen der Fallrichtung, wird die Bremsbeschleunigung dann noch einmal kurz ansteigen und dann im besten Fall eine weiche Landung im Meer ermöglichen. Und dafür gibt uns SpaceX im FCC-File auch einen Zeitpunkt, 5420 Sekunden nach dem Start. Also 90 Minuten nach dem Abheben in Boca Chica würde die Landung erfolgen. Ob der Stream so lange geht oder der Booster überhaupt heil den Starttisch verlässt, ja, das werden wir sehen. Sollte es losgehen, sollst du aber mal mindestens 10 Minuten Zeit einplanen. In diesen 10 Minuten, das wäre dann nämlich genau der Zeitraum, ähnlich wie bei der Falcon 9, in dem dann nach dem Start die Stufentrennung und die Super Heavy Booster Landung ablaufen würde. Die Landung oder die Landezone ist ein gutes Stichwort. Bemerkenswert, dass SpaceX bei der FCC auch ein Dokument eingereicht hat, was eine Landung in der Starbase direkt beschreibt. Ja, in einem vorherigen Dokument war noch von einer Landung des Boosters im Wasser, 32 Kilometer vor der Küste von Boca Chica, die Rede. Ich würde auch sagen, wahrscheinlich ist das für den ersten Flug der bessere Guess, als dass dann direkt der Booster in der Starbase mit Mechazilla gefangen wird. Mein Video über eine weiche Wasserlandung des Starship-Boosters und sein Schwimmverhalten gehört zu den meistgesehensten Videos hier auf Senkrechtstarter. Das verlinke ich dir natürlich unten in der Beschreibung. Aktuell scheint es eigentlich unvorstellbar, dass SpaceX direkt beim ersten Flug eine Landung in den Mechazilla-Chopsticks-Fangarm vorhaben sollte. Aber wer weiß, wenn jemand ziemlich gut weiß, wie man Raketen landet, dann ist das SpaceX. Macht euch immer bewusst, über diese Fähigkeit verfügt niemand sonst auf der Erde außer SpaceX. Kein Land, keine Firma hat Stand heute, also Frühjahr 2023, die Wiederlandung von Orbitalboostern demonstriert. Und da reden wir ja noch gar nicht von der Präzision von SpaceX oder der Erfolgsquote. Seit über 90 Landeversuchen hat SpaceX keinen Booster mehr bei der Landung verloren. Und als wäre es nicht schon herausfordernd genug, die größte Rakete aller Zeiten genauso zuverlässig zu machen wie die Falcon 9 Booster, plant SpaceX ja hier noch viel, viel mehr. Rapid Reusability ist das Ziel, also die schnelle, vollständige Wiederverwendung. Ja, ähnlich zum Verkehrsflugzeug. Wie das funktionieren soll und was Mechazilla ist und was für Tricks SpaceX auf Lager hat, das klären wir nächste Woche. Wenn du bis hierher geschaut hast, habe ich dich offensichtlich nicht bei der Landung verloren. Wenn es dir gefallen hat, gern Like da lassen. Und wenn du neu hier bist und mehr Videos über Raumfahrttechnik und die neuesten Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, genau, unbedingt Senkrechtstarter abonnieren. Ein großes Dankeschön geht wieder an meine Schutzengel, die Senkrechtstarter durch ihre regelmäßigen Spendenmonitor unterstützen. Vielen, vielen Dank dafür. Wenn auch du aktiv dabei helfen möchtest, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern, findest du unter dem Video einen Link zum Senkrechtstarter Patreon oder der YouTube-Kanalmitgliedschaft. Vielen, vielen Dank an alle Unterstützer. Ohne euch wird Senkrechtstarter nicht mehr geben. Hashtag Team Space. Großes Dankeschön geht auch an Robert und Ineas, die bei dieser Episode geholfen haben. Ich kann es ja kaum erwarten, dass wir die nächsten großen Sprünge da draußen unternehmen. Ob das mit Starship ist, mit SLS oder New Glenn. Ja, unser persönlicher Apollo-Moment. Wenn es dir genauso geht, Like nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.